So, schon wieder ein Heuhaufen, aber wie ihr seht, es ist ein anderer. Ja, diesmal sind wir nämlich in Monteregioni. Ich habe gerade eben offscreen das Geld eingesammelt, das ganze Gedöns ausgegeben. Na, was heißt ausgegeben? Hier abgegeben. Und dann ist mir aufgefallen, wir hatten noch eine Statue in der Tasche, die habe ich da hinten aufgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir die eingesammelt haben. Da habe ich nochmal 2000 Tacken rausgeholt und dann habe ich gerade nochmal geguckt, wo die anderen beiden sind. Eine haben wir hier. Die Diana-Statue. Und die andere, die werden wir uns auch noch fix holen. Können wir hier? Ja, natürlich können wir. Die beiden dann noch platzieren, 4000 Tacken einsammeln. Und ich würde vorschlagen, dann nochmal ganz kurz beim Architekten vorbeizuschauen. Und mal gucken, was wir hier noch machen können. So, und die letzte Statuette ist hier. Die Venus-Statuette. Statue, bla, Gedöns, Pipapo. So, also hier hatten wir noch eine Statue irgendwie dabei. Die habe ich dann hier reingesteckt. Und wir haben nochmal 2000 Florin bekommen. Hier hatten wir ja schon fertig. Hier fehlt noch eine. Ach ja, genau. Und ich habe ein Gesundheitsquadrat jetzt weniger, weil ich wollte einfach ja, irgendwie der Ästhetik halber habe ich wieder hier diese Helmschmied-Armstütze angelegt. Keine Ahnung, damit das alles irgendwie so stimmig zueinander passt. Außerdem finde ich diese Rüstung mit der Verziererei auch ziemlich cool. Und dieser einfach blanke Metallschutz fand ich jetzt nicht so berauschend. Ne? Also wenn wir dann... Ich meine, wir haben auch sowieso schon jede Menge Gesundheit. So schnell werden wir da schon nicht wegsterben. Ich weiß nicht, vielleicht also ich werde auf alle Fälle die Metallrüstung einmal anziehen. Aber vielleicht so generell im Spielverlauf werde ich die vielleicht überspringen, je nachdem wie es aussieht. Ne? Man will ja auch ein bisschen aufs Äußere achten. Ja, aber ich glaube dann die vierte sieht ziemlich geil aus und die von Altair sowieso. Gut. Geld habe ich wie gesagt schon eingesackt. Buongiorno. Kodexseiten abgegeben, Salute, Siegel Sergio. abgegeben, Federn Sollen wir uns die abgegeben. Liste anschauen? Und dann gucken wir nochmal, was wir jetzt hier machen können. So, Kunsthändler ist voll. Wir haben 40.000 zur Verfügung. Dann hauen wir hier einfach mal rein, was das Zeug hält. Bringen den Schneider noch auf Stufe 3, weil wir es können. Noch die Bank. Dann können wir uns gleich auch mal die Villa von außen ansehen, weil die ja, verschönert sich auch. So. Ich glaube, das können wir auch alles machen. Öffnen wir die Minen. Und in den Sachen sind jetzt ja immer noch zwei Truhen. Ich glaube, dann holen wir die auch noch schnell. Renovieren wir auch noch die Kirche. Warum nicht? Was ist ein Dörfchen in der Renaissance ohne Kirche? Kaserne kann auch nicht schaden. Man muss sie ja auch verteidigen können. Diebesgilde. Ja, ein bisschen Einkommen auf dem etwas nur dunkleren Weg, warum nicht? Und Brunnen, Wasserversorgung, immer gern gesehen. So, das heißt, Buon viaggio. Monteregioni ist wert erstmal 56.000 oder waren es 560.000, ich weiß jetzt gar nicht, plus. Dann reden wir doch Salute, nochmal Claudia. mit der Willst du Schwester. das Buch sehen? Was denn hier jetzt alles ist? So, Überblick. Wollen wir nicht Geschäfte? So. Alles fertig. Alle Geschäfte geöffnet. Alle Geschäfte auf Stufe 3. Hier kriegen wir einen Gesamtwert von 74.000. Renovierung haben wir auch alles. Ja, Sammlung kommt alles halt nach und nach. Das bekommen wir natürlich. Ausrüstung. Haben wir die beiden vollständig. Das kommt alles noch. So, wie viel verdienen wir denn jetzt? Dass der Hintergrund so mitwippt. Ja, wir bekommen, wenn wir nochmal in den Überblick gehen, so. 73% haben wir geschafft und alle 20 Minuten bekommen wir 11.000 Knete. Das ist schon ordentlich.
Auf alle Fälle. Bis bald, Ezio. Ja, kein Problem, Claudia. Gut. Ja, wie gesagt, dann schnappen wir uns noch schnell die Tüchchen, hä? Ist ja dunkel geworden. Ah ja, genau. Und dann können wir ja mal gucken. Hier überall das Assassinen-Siegel. Die Villa. Da wehen die Fahnen. Und sieht auch nicht mehr so heruntergekommen aus, wie als wir noch hier angekommen sind. Gut, dann wollen wir doch mal in den Brunnen hinabsteigen. Autsch. Okay, tat nicht weh. Gut. Eine kleine Klettereinlage. Hat uns ja noch nie geschadet. Dann hangeln wir uns mal hier rüber. Hier runter und hier rüber. Da hinten sehen wir ja schließlich schon die beiden Truhen leuchten. So, ich meine hier. Aber nicht hier, weil die Kameraeinstellung blöd war. Ja, das war die Kamera. Ganz bestimmt war das die Kamera. Immer alles auf die Technik schieben. Dann klettern wir halt nochmal hier hoch. Klettern hier rüber. Uiuiuiui. Fallen nicht runter. So, klettern hier hoch. Hangeln uns wieder hier rüber. Diesmal schaffen wir es aber. Und hier rüber. Und einmal rüber gehüpft. Dann jetzt hier hin. So. Ah, geht doch. So sollte es gerade eben schon sein. Dann können wir nämlich hier hin. Von hier aus auf den Balken hüpfen. An die Säule springen. Auf den Vorsprung. Und dann sind wir auch schon hier. Sehr gut. Die beiden Truhen noch geplündert. Sehen, wie viel gibt's. 300. Und wahrscheinlich nochmal um die 300. Jo. Schon wieder 600 plus. Stopf, stopf, stopf. Und dann geht's hier auch wieder raus. Wäre jetzt peinlich, wenn wir nicht wieder rauskommen würden. So, das da hinten ist die Diebesgilde. Da gibt's nochmal zwei Tüchchen mit einem kurzen Nickerchen im Heu. Boah, aber wie mich das beim ersten Mal spielen abgefuckt hat, da, dass da noch Truhen angezeigt werden und man da einfach nicht drankommt. Nee, das glaubt man nicht. So, wir müssen da hoch. Ja, jetzt haben die da auch Spaß an der Freude. So ein bisschen Gedöns dran angebracht und jetzt kommen wir hier auch easy peasy hoch. Da sagt man noch gerne Danke. Also, dass die Diebe hier noch nicht geplündert haben, das wundert mich jetzt aber. Naja. Egal, uns soll es recht sein. Da hätte der sich doch festhalten können. Jetzt aber mal ehrlich. Ist er doch mit dem Kopf gegengesprungen. Das war jetzt peinlich. Ich trinke einen Schluck. Aber ihr habt auch gesehen, dass der hat sich da doch... Ach, verdammt. Ja, ich bin schlecht gesprungen und ich sollte mich auch schlecht fühlen. Egal, passiert auch mal dem Besten. Jetzt sind wir immerhin wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und plündern als nächstes die Kirche. Die Kirche ist hier. Da müssten wir... schon mal gehört haben und nochmal 11.000 in der Truhe. Ich meine, wir sind ja schließlich in Monteregioni, das heißt, ach Gott, halten wir uns jetzt wieder lange hier auf. Egal. Nein, du sollst die Truhe noch mitnehmen. Ich
meine, ja, wie gesagt, wir sind ja schon hier, dann können wir auch noch ganz schnell nochmal in die Villa reinlaufen. Ganz schnell einmal da hingesprintet. Wobei es von der Logik her... ups, sorry, wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Wir gerade nochmal... zur Kaserne wollen. Weil die Mine ist ja so gesehen hinter der Villa. Das heißt, wir holen uns hier die zwei Truhen, holen uns die 11.000 aus der Kiste zu Hause. Schön mit Übungspuppen alles hier. Und springen dann über die Mauer in die Mine rein. Es sei denn natürlich, wir sterben. Dann machen wir das nicht. Ich meine, wie man ja gerade eben schon gesehen hat, passieren kann alles. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie hier hochkommen. Gut, immerhin. Auf dem Weg nach oben sind wir immerhin noch nicht gestorben. Das ist doch schon mal ein Anfang. Dann hier auch nochmal 600. Gibt's natürlich neue Haufen. Ja, ja, ja. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Gebt's doch zu, ihr wollt mich alle verarschen, ey. Also ich glaube, im Gefecht, also im Kampf, stirbt man hier eigentlich eh nicht. Einfach nur, weil man zu blöd war, den Vorsprung richtig zu nehmen und dann irgendwo in den Tod stürzt. Immerhin können wir jetzt schwimmen. Und er trinkt mich auch noch ständig. Das ist ja immer ein etwas... Nein, hier sollst du nicht hoch. Du sollst einfach nur hier rein, so zum... Der Architekt kann sich eigentlich... Salute, Claudia. Verziehen. Willst du das Buch sehen? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt hatte ich gerade einen Brainfart. Wir wollten ja in die Kiste. Bis bald, den Architekten Ezio. Werden wir eh nicht mehr konsultieren. Der hat ausgedient. So, da haben wir wieder 20.000. Und dann einmal schnell nach hier hinten. Gut, wir sehen hier schon die Truhen. Ich hoffe, wir überleben das. Ja, tun wir. Läuft. Ach, da müssen wir hier einmal rum. Wo ist denn hier jetzt der... Eingang zur Mine. Hier ist der Eingang zur Mine. Und einmal hier rüber gehüpft. Einmal hier rüber gehüpft. Ey, da hat sich gerade wieder die Kamera bewegt. Mano. Die Kamera soll sich nur dann bewegen, wenn ich es will, dass sie sich bewegt. Mensch, Meier, Herrgott, Himmel. Nochmal. So, dahin. Ja, genau, brav. Genau so sollst du bleiben. So, jetzt hier rüber. Hier hin weiter. Und da drin gesprungen. Ja. Schön machst du das. Sehr gut. Hier rüber. Und damit haben wir jetzt wirklich alle Truhen eingesackt. So, da müssen wir jetzt noch einmal... Ne, wir müssen gar nicht komplett außen rum laufen. Wir jiggern nur einfach mal rein, schnappen uns ein Pferd. Kommen uns noch mal ein paar Drohnen rein. Ich möchte echt gern wissen, was der sich da in den Kopf haut, dass der dann sofort wieder auf der Höhe ist. Naja. Da. Nee.
Nee, nee, nee. Dann machen wir nichts mehr. Wir reisen direkt nach Venedig. Das machen wir nämlich. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, wir machen nochmal eine kurze Shopping-Tour durch Monteriggioni. Aber das können wir auch in Venedig machen. Und da ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Ne? Na. Wir wollen nach Venedig. Aber wohin wollen wir denn? Wir wollen ja hier hin. Zur Rialto-Brücke und nicht zur Diebesgilde. Was sollten wir überhaupt bei der Diebesgilde wollen? Ich weiß es ja nicht. Also. Nee, also ich weiß es schon, ne? Also, ja, ne? Genau. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Da kommen wir raus. Wir könnten jetzt noch schnell den Rest der Folge mit zwei Glyphenrätseln verbringen. Könnten wir, ne? Würde ich mal glatt behaupten. Machen wir auch. Gehen wir nämlich einmal hier hin. Da ist nämlich. Da ist auch eine Feder irgendwo in der Nähe. So, wir haben ja sowieso schon gesehen hier, als wir hier vorhin letzte Folge den Rundgang gemacht haben. Da oben ist die Feder, die ich gesucht habe. Na, Stift muss man auch ausfahren. Das, hier wurde uns ja schon ein Augensymbol angezeigt. Ja gut. Au. Au, das muss doch wehgetan haben. Ich habe jetzt nicht genau gerafft, was da passiert ist. Aber anscheinend muss er voll mit dem Kopf gegen die Wand geknallt sein. Und wie ich auch selber aus eigener Erfahrung sagen kann, mit dem Kopf gegen die Wand knallen, ist nicht so schön. Ne? Wisst ihr bestimmt auch alle selber. Wieso habe ich eigentlich gedacht, dass man auf dieser dünnen Leine oder was auch immer da klettern kann. Also mir wird ja eigentlich hier was angezeigt, ne? Also auf meiner Karte. Ich höre es hier auch. Gebiet noch nicht verfügbar. Ja, ja, ja. Hell? Ist das vielleicht irgendwo hier drin? Ich meine, wir können ja hier reinschwimmen. Ich bin verwirrt. Da ist es doch. Ich wusste es doch. Meine Karte hat mich noch nie im Stich gelassen, glaube ich. Ich bin der Tod geworden, der Weltenzerstörer. Ja, ja, Zugriff verweigert, kennen wir schon. Wieder ein Rätsel. Da ist eine 9. Was haben wir noch? Komische Zahl, Zeichen. Ja, supi. Das geht diesmal relativ fix. Da hier ist so ein Dreieck, das heißt 9 ist Dreieck. Wo ist die 9? Da ist die 9. Wo kommt das eine Dreieck? Hier kommt das eine Dreieck. So, dann können wir schon mal direkt sagen. Ja, 9 gleich Dreieck. Ey. Du sollst bei. Ach, fuck, so, wir wissen ja schon. Hier, 9 gleich Dreieck. Ah. Ah. Ja, 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 ja. So. So, nicht weiter drehen. Danke. So, 2. Jetzt muss man hier das System wieder erkennen.
Hat uns bei 5 irgendwas angezeigt? Nein, natürlich nicht. Das ist auch ein guter Hinweis. So. Gut. System verstehen. Ein Ding mit. So. Warte mal, wir sind jetzt da. Das heißt noch voll. Das. Kreis ist es also. Und 5 ist dann. Nach so Kreis. Dingens. Das. Und das müsste das sein. Dann gucken wir doch mal. Ja. Geht doch. Hier geht schon in die Abstergo Corporation. Betreff Genehmigung für Tests. Interessant. Es gibt bei jedem Experiment den Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien überprüfen müssen. In der Welt. Ich werde den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich, wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung vorantreiben wollen. Globaler Frieden und Wohlstand hängen an einer festen Hand, welche die Bevölkerung leitet. Eine Hand, die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie O die Genehmigung. Wer auch immer O ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. HESV? Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Bumm. Oh, das hat ja wirklich Bumm gemacht. Und zwar nicht so knapp. Der Zahlencode, das müsste dann der sein. Ja, der Passcode. Sehr schön. Datei freigegeben. Gut, dann haben wir hier wieder einen weiteren. Und der nächste ist direkt. Na, komm schon. Hier. Also nicht sehr weit weg. Also, einmal hier rausgekrault. Entschuldigung, da muss ich mich jetzt wirklich mal räuspern. Das heißt, wirklich nach dieser Glyphe da gleich gibt's erstmal wieder eine Pause. Und dann werde ich mal meine Kehle etwas mehr befeuchten. So, San Gimignano. Giacomo di Rialto. Da ist es auch schon. Aber ich find's cool. Hört ihr ja, dass wir stehen jetzt auf einer Kirche. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Dann kommt da so sakrale Gesang. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere Kontrolle. Und alles verschwimmt. Das ist blöd, Kumpel. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin ist wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu. Ich bin im Wald. Jagen. Mond. Ich sehe den Mond. Ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht. Hört, warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Erst wollte ich sagen, da hat einer einen an der Klatsche, aber jetzt... Blutlinien. Die Saat wurde gesägt, als zwei Welten zu einer wurden. Sehet die Assassinen, Kinder zweier Welten. Ich hoffe, YouTube sperrt mir dann das Video nicht, weil hier so viele nackte Frauen kommen. Okay. Wenn's will, ich meine. Sex mit einer. Schwan. Naja, warum nicht, ne? Okay, zwei Welten. Sterbliche und
Gott, also Zeus. Drei Grazien? Nee, ich glaube nicht. Venus. Ja, die Venus gilt hier auch als Göttin. Jupiter und Io. Könnte stimmen. War dann X? Nee. Amor. Eigentlich würde ich ja die Folge jetzt beenden. Deswegen. Ja. Kommt eine kleine Cheaterei. So, Cheaterei beendet. Zack, zack, zack. Zack und zack. Ja, haben wir das. Und haben direkt den Passcode gefunden. Ja gut. Dann geben wir die Datei natürlich frei. Haben wieder zwei neue. Spielen nochmal alle ab. Und versuchen immer noch daraus schlau zu werden. Okay. Ich verstehe immer noch nichts. Aber okay. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Nun, Freunde, dann werde ich mal eine Pause machen. Wahrscheinlich nehme ich gleich noch eine Folge auf, wenn ich Bock drauf habe. Ich brauche ja wieder ein bisschen Nachschub. So, nicht, dass wir auf einmal in der Wand verschwinden. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.